So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age The Wailguard. Ja, mal gucken, was heute so passiert. Beim letzten Mal ist die gute Morrigan aufgetaucht. Wir wissen ja, das ist einerseits was Gutes, kann aber auch irgendwann zu unserem Nachteil werden, je nachdem, was sie schon wieder plant. Und wir müssen jetzt den Lyrium-Dolch von Solus finden. Hi, Harding. Ich hätte schießen sollen. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Alles, was ihr habt, sind Mutmaßungen. Wir sehen uns etwas Unbekanntem gegenüber und arbeiten weniger mit Fakten als mit Gerüchten. Natürlich sind Mutmaßungen da alles, was ich habe. Ich hätte schießen sollen. Wir sollten uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Das tue ich doch gar nicht. Wirklich, Neff. Ich gebe euch keine Schuld. Oder Rook oder sonst irgendjemandem. Niemandem außer euch selbst, hm? Und? Wie funktioniert das für euch? Wir wollten verhindern, dass die Welt ins Chaos stürzt. Und was haben wir erreicht? Nichts. Die Gefahr, dass es dazu kommt, besteht noch immer. Die Elfengötter sind aus ihrem Gefängnis entkommen. Solus ist in eurem Kopf und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir tun sollen. Und Varric. Varric kannte die Risiken. Er wusste, wie hoch der Preis sein könnte. Wir sind noch am Leben. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, genau das mag ich an euch, Borte. Ihr hört niemals auf zu kämpfen. Ihr drängt auf Antworten und Taten. Während ich mich ewig mit Fragen aufhalten kann. Naja, wir brauchen doch auch jemanden, die die Teile des Puzzles zusammensetzen kann. Wir kämpfen schließlich gegen das Unbekannte. Ganz genau. Wir alle erfüllen eine Aufgabe. Varric hat uns wegen unserer Stärken zusammengebracht. Er wollte eine Gruppe, auf die Verlass ist. Diese Gruppe müssen wir sein. Er meint, wir sollen unsere Stärken ausspielen? Und uns aufeinander verlassen. Ich denke, das kriege ich hin. Dann lasst uns Solus durchfinden. Das wäre schon mal ein Anfang. Okay, das kriegen wir hin. Alles wieder nett hier bei uns? Gut. Dann gehen wir mal auf Durchsuche. Seht nur! An dieser Stelle klingt noch Magie nach. Stark, alt. Der Dolch war also hier. Irgendjemand hat ihn an sich genommen. Hm. Mal gucken, wer. Vielleicht ein neues Teammitglied? Oder dunkle Brot. Könnte der den Dolch haben? Matt! Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Seht nur, der da haut ab! Bin ich frech? Moment, ich darf nichts verpassen hier. Ew. Okay, komm, wir machen mal unsere Ulti. Bam, 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 bam. Dieser Ghoul darf uns nicht entkommen. Wir müssen das Tor aufkriegen. Ich denke, wir können unterschiedliche Ultis machen. Diese magische Vorrichtung. Okay. So, was haben wir hier? Ah, sowas. Okay, okay. Gute Arbeit. Und jetzt hinterher. Gut, was haben wir hier? Bam! Wie sie dagegen treten, ist so geil. Schleier des Waldwächters. Mittelschwerer Helm. Verteidigung, Fähigkeiten, Schaden. Das ist der, den wir hätten kaufen können. Gut, dass ich ihn nicht gekauft habe. Ich frage mich, diese gelockten Fähigkeiten, ob man die irgendwie freischalten kann. In diesem Helm trägt ist eine inspirierende Persönlichkeit und erhebt sich, um die bösartigen Monster von Alethan zu töten. Ausrüsten sehen wir nicht, weil ich habe ausgestellt in den Optionen, dass man ja, den Helm nicht sieht. Hasse einfach Helme in Spielen, die man alle schlechter optisch.
Die dunkle Brut hat doch normalerweise kein Interesse an irgendwelchen Dingen, oder? Solas Dolch ist etwas Besonderes. Er hat sie vielleicht angelockt. Sieht jemand diesen Ghoul? Er muss hier lang gekommen sein. Das ist so schön, I love it. Na! Achtung, da vorne ist noch mehr dunkle Brut. Und zack! Oh mein Gott, ist das cool. Ja. Nee. Da lang. Noch mehr dunkle Brut. Sie kommen aus diesem Pool. Immun. Strauchen und Eliminierung. Führe Eliminierung mit R aus. Versuche Schaden bei Gegnern, um ihre Strauchelanzeige zu füllen. Ist sie voll, gelten Gegner als gestrauchelt. Was sie verwundbar macht. Und außerdem können sie vorübergehend nicht kämpfen. Führe eine Eliminierung an einem gestrauchelten Gegner durch und mit einem mächtigen Angriff erhöhten Schaden zu verursachen. Danach gilt der Gegner nicht länger als gestrauchelt. Okay. Wir werden ja sehen, wer das hier beendet. Dem habt ihr Zeit. Auf! War das das? Ich glaube. Okay, ihr macht richtig Schaden. Ah, jetzt! Dunkle Bruthorn. Habt ihr den Dolch gefunden? Ich bezweifle, dass ihn diese dunkle Brut an sich genommen hat. Suchen wir weiter. Ah, okay. Haben wir hier das Netzwerk zerstört? Mehr haben wir ja wahrscheinlich nicht. Oh. Ist noch irgendwo eine Kiste? Über mir? Über mir. Ich möchte mal ganz kurz was gucken. Bei Gefährten, weil ich das vergesse. Ich dachte, wir können vielleicht irgendwo hier sehen, wie unsere... Doch, das... Ah, das ist nicht das Level von denen, das ist die Beziehung. Verbessere die Beziehung zu diesem Gruppenmitglied, mit dem du gemeinsam Quests abschließt. Jeder Rang gewährt 2 Fertigkeitspunkte. Ah, ja, schön, dass man das wieder sehen kann. Und das ist dann quasi das Level von denen. Ja gut, mit Harding. Also mit Lara ist... Aber mit, wir sind schon auf 2 mit ihr gestartet. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja gut, Harding haben wir so ein bisschen verkackt. Ja, mal gucken. Jetzt verstehe ich das überhaupt erstmal. Warte mal, ich möchte... Nee, da ging es ja nicht weiter. Ja, mal gucken. Da drüben. Unser Dolchdieb. Kann ich den hier mal schießen? Da ist noch mehr Verderbtheit im Weg. Ja, ich möchte aber auch erst da hoch, ne? Hier irgendwas? Blödes Mistvieh. Okay, hier komme ich nicht da hoch. Wie komme ich da hin? Irgendwie muss es ja da hochgehen, da. Okay.
LOL! Es war einfach eine Mimik. Blätterkrone. Schwerer Helm gewöhnlich. Verteidigung hoch, aber Fertigkeiten Schaden runter. Weil jetzt bin ich vergiftet. Wie lange hält denn das an? Das steht da irgendwie nicht. Holen wir uns halt das hier. Leute, ich hätte einen weniger. Mist. Okay, mal gucken. Ja, da können wir nichts machen. Sorry, Mädels. Okay, wie kriegen wir das weg? Ah. Und es gibt vermutlich noch eine. Wo denn? Da. Mädels, kommt mal kurz hier rüber. Sorry. Gute Arbeit. Klar, sie ist ekelhaft. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist weg. Okay. Ich sehe. Komm! Goldener Grashalm. Der ist besser. Ich frage mich, ob alles, was wir haben, irgendwie als Kostüm gespeichert wird und ich dann jederzeit irgendwie verwenden kann. Das wäre noch ganz cool. Okay, da sind irgendwelche Leitern. Auf der Minimap. Ja, bleib ruhig da hinten. Die setzen auf Fernkampf. Achtung! Na, sieh mal einer an. Kann ich endlich springen? Und oh ja, kann ich. Das ist bestimmt ein Slow-Mo. Shit! Leute, ich hab nicht auf den gezielt. Ich bin so dumm. Na gut, dann jetzt tschüss. Seht mal da. Noch einer dieser magischen Strahlen. Ja, wir machen das schon. Dieses Mal sind es zwei solcher Vorrichtungen. Ich wette, wir müssen auf jede von ihnen einen Strahl ausrichten. Ist da? Das war der erste. Suchen wir jetzt nach dem anderen. Können wir machen. Okay, das ist ja gut für Holz, wenn wir die kaputt machen. Ich habe gleich nicht mehr so viel Leben. Aber Schaden kriege ich echt ganz gut, muss ich sagen. Da hinten muss ich rüber. Da bin ich hergekommen. Da geht es bestimmt nicht hoch. Da rutsche ich bestimmt ab. Oder bin ich hier runtergerutscht? Ich bin hier runtergerutscht, ne? Nee, ich bin noch hier lang gekommen. Gut. Da ist noch irgendwas. Ätherischer Überrest. Okay. Wenn da ist. Das sieht aus, ob da weitergeht. Gehen wir erstmal hier runter. Komm. Irgendwas? Noch was. Aber irgendwie muss ich ja da hochkommen.
Wo ist denn der andere Strahl? Da hinten. So, wie komme ich da hin? Irgendwie muss das ja gehen. Ich entferne mich ja. Es geht hier nur um die Kiste, glaube ich. Geht irgendwie doch von der anderen Seite? Hier war ja auch nur die Brücke, ne? Ja, aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich von der anderen Seite dahin komme. Weil es da ja weitergeht und ich mich dann davon entferne. Da komme ich wieder runter, aber wie komme ich hoch? Hm. Rook? Splitter. Das ist besser. Fleisch. Na, lecker. Das ist bestimmt noch genießbar. Okay. Da ist noch was. Ja, wir machen das schon. Aua. Wir machen das schon. Der hat noch. Alter. Hallo? Zack! Wie abgewehrt, willst du mich eigentlich tun? Und tschüss! Oh! Hat das jetzt das erste Mal geklappt? Die anderen sahen irgendwie anders aus. Vergessen wir die Fähigkeit von meinen Leuten, ne? Ich wünschte, die würden die auch irgendwie ein bisschen selbstständig einsetzen. Alter Steinbock. Okay. So, hier ist doch bestimmt wieder irgendwas versteckt. Tongefäß. Erz. Zack. Meins. Erprobte Aufmachung. Mittelschwere Rüstung. Mach den Fähigkeitsschein runter, dafür mehr Verteidigung. Ich wünsche, man könnte es sich angucken, einfach bevor man es ausrüstet. Ja, okay, ist ganz nett. Würde ich sagen.
Was leuchtet denn bei Charakter? Irgendwas haben wir bei Charakter. Nee, Moment. Ach, ich bin ja bei Gefährten. Sorry, ich bin dumm. Ich würde aber den Schaden eher nehmen, tatsächlich. Was haben wir denn noch bei Charakter? Warum ist hier das noch am Leuchten? Irgendwas leuchtet hier. Der Hell. Ach, diese Krone. Macht aber auch den Fähigkeitenschaden runter. Ich möchte gerade eher den Schaden haben. Wir kriegen schon ganz schön auf die Fresse, obwohl wir, denke ich mal, so auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielen, sag ich jetzt mal. Mal gucken, je nachdem stehst du später noch mal ein bisschen hoch. Das muss der Ghoul sein, hinter dem wir her sind. Hoffen wir mal, dass er den Dolch noch hat. Der Lyrium-Ghoul. Okay, Mädels. Okay, okay, chill doch mal. Wollt ihr da nicht lieber weggehen? Na, guck mal. Mädchen. Das war nicht gut. Und das sorgt vermutlich bei ihr dafür, das, was wir im Trailer gesehen haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich frage mich ja immer noch, ob das jetzt Neff betreffen würde. Hätten wir sie am Anfang gewählt und sie wäre verletzt worden. Bei Harding. Dies ist die ewige Hymne. Was? Und die Proklamation dieser zu null. Was? Harding. Ich bin. Wir sind wieder frei. Wieder ganz. Wieder hier. Chill. Harding. Ist man Snickers. Ich kann es hören. Das Lied des Steins. Was geschieht nur mit mir? Schnuppi. Das haben wir gesehen. Im Trailer. Was zum? Das ist das, was Sandal auch kann. Der konnte auch alle. Das ist in Stein verwandeln, Gegner. Vermeintlich. Okay. Erlebt ihr diese Felsbrocken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kontrolle darüber. Das ist nicht gut. Vorbereiter und Auslöser. Kombiniere Vorbereiter und Auslöser, um Detonation aus. Schande. Einige Fähigkeiten legen ein Ziel mit einem speziellen Vorbereiter. Dem Vorbereiter gibt ein passender Auslöser. Nimmst du die korrekte Kombination und löst eine Detonation aus, um erhöhten Straucheschaden sowie Bereichsschaden zu verursachen. Okay, wie mache ich das? Okay, Harding hat eine neue Fähigkeit. Ihr könntet jetzt übernehmen. Das hat mich einfach fast gekillt komplett. Achso, Leute, mein Tank hat nicht funktioniert. Okay, ich habe das jetzt irgendwie nicht hingekriegt mit Harding. Achtung, links! 5 Eliminierungen ausgefüllt. Achievement. Gut gemacht, okay, ich treffe das nicht, wenn ich mich anvisiere. Okay, mach jetzt mal das. Und jetzt machst du das. Oh, okay, I see. Und zack. Okay, da stand ich vermutlich nicht lange dran. Okay, ich finde das voll cool, dass wir damit einfach Leute finishen können. Die schießen auf uns.
Okay, das ist cool. Okay, chill. Mein Leben ist echt so weit in der Ecke, dass ich das nicht so im Blick habe. Kann man den Lyrium-Ghoul irgendwie... Okay, machen wir mal den hier. I love it. Das frage ich mich auch gerade. Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten besser zurückgehen. Dann können wir das in Ruhe besprechen. Ihr könntet mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch Neff am Anfang verletzt wurde und ob das irgendwas hier dran geändert hat. Das würde mich echt interessieren. Euer Schutztür hat versagt, Schwester. Und jetzt bleibt mir die Magie des Dolchs des Schreckenswolfs verwehrt. Oh, die Stimme kenne ich. Fan Harrell mischt sich wieder ein. Wenn dieser Dolch unerreichbar ist, müssen wir einen weiteren herstellen. Aus rotem Lyrium. Na, rotes Lyrium ist nicht gut. Aber die Stimme von dem einen kenne ich. Ist es nicht die Stimme von Shepard, dem männlichen aus Mass Effect? Kann mich jetzt aber auch irren. Ich habe jetzt nur zwei Sätze gehört. Die Leuchttürme. Ach, Leute. Ihr sagtet, etwas hätte euch übernommen? Irgendwie schon, ja. Und es ist immer noch da? Ja, ich glaube schon. Das kann doch keine Besessenheit sein, oder? Das bezweifle ich. Zwerge können nicht besessen sein. Sie haben keine Verbindung zum Nichts. Solus Dolch hat das ausgelöst. Aber wie und warum? Es tut mir leid, Borte. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch. Ist schon gut. Allein darüber zu reden hat mir schon geholfen. Und hey, wir haben den Dolch, oder? Also, Mission erfüllt. Ich mag ihre Stimme voll. Also, sie ist dieselbe Sprecherin, glaube ich, wie in Inquisition. Zwerge konnten noch niemals. Und die spricht so viel besser als damals. Wir sind dazu nicht fähig. Aber du kannst, glaube ich, dasselbe wie Sandal. Rook ist sich unschlüssig, was Hardings neue Fähigkeiten betrifft. Rook ist optimistisch, was Hardings neue Fähigkeiten betrifft. Rook ist skeptisch. Mir gefällt das nicht. Unschlüssig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Was ihr nicht sagt. Ich brauche vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit. Das alles ist seltsam. Aber ich fühle mich irgendwie verbunden. Ist die natürlichste Reaktion, glaube ich, jetzt. Was ist Blümchen? Mit dem Stein. Wir Zwerge bezeichnen uns selbst als Kinder des Steins. Und einige von uns besitzen etwas, das wir das Gespür für den Stein nennen. Sie können Höhlen, Lyriumadern und Schwachstellen im Fels erfüllen. Ich war allerdings nie eine von ihnen. Vielleicht hat ja der Dolch etwas Verborgenes freigesetzt. Aber das hier ist mehr als das Gespür für den Stein, wie ich es kenne. Ich weiß, es ist seltsam, aber wird das Ganze für uns zu einem Problem? Jetzt glaube ich schon wieder nicht mehr, dass das irgendwas zu sagen hat, dass sie am Anfang verletzt wurde. Ich wüsste echt gern, was die Unterschiedliche sind. Ihr seid nie... Ah. Ach Leute, ihr kennt mich. Harding, nichts, was mit euch zu tun hat, kann jemals ein Problem sein. Wirklich? Oh, sie ist so süß. Um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, was ich ohne euch tun sollte. Das ist so süß von euch. Danke. Und ich... empfinde genauso. Ich werde die grauen Wächter über die Verderbtheit, die wir gesehen haben, informieren. Und dann lege ich mich ein bisschen hin. Das wird so eine schwierige Entscheidung, ne? Wir müssen mehr darüber herausfinden, was die Götter planen. Ich suche mir einen Ort, an dem ich mich entspannen kann und versuche, Solus im Nichts zu erreichen. Das wird so eine schwierige Entscheidung mit der Roman. Sie ist halt einfach ultra cute und alles und Neff ist einfach hot. Wir kommen endlich voran. Und was auch immer es mit meiner neuen Magie auf sich hat, sie fühlt sich... richtig an. Wenn sich was richtig anfühlt, dann ist es meistens das Richtige. Ich spreche aus Erfahrung. Ihr Augenmerk galt dem Schreckenswolf und den entflohenen Göttern. Aber ihre eigenen Dämonen, die sie bald heimsuchen würden, übersahen sie leider. Was ist mit Varric? Hat er nichts dazu zu sagen? Es ging ihr gut. Sie war verbunden mit dem Stein, den untergegangenen Titanen und der gesamten zwergischen Geschichte mit all ihren Geheimnissen. Wie könnte das alles andere als gut sein? Hm.
Das sieht aber nicht gut aus. Mal gucken. So, Quest abgeschlossen. Die singende Klinge. Die Gruppe war in der Hoffnung, Solas verloren gegangenen Lyrium durch aufzuspüren, aufspüren zu können. Hat man mal Codex-Aktualisierung. Wir haben einen, warte, wir haben einen Kurzbogen für Harding. Zu der Ritualschule zurückgekehrt. Es gelang ihnen zwar durch das uralte Artefakt, den Ghoulen zu entreißen, die von ihm angelockt worden waren. Allerdings geschah etwas mit Harding, als sie den Dolch berührte. Wie es scheint, wurde eine vergessene Verbindung zwischen ihr und dem Stein wiederhergestellt. Was genau das für Harding bedeutet, bleibt abzuwarten. Selten. Ich sollte mir wohl einen Ort suchen, an dem ich mit Solas reden kann. Sprich mit dem Schreckenswolf. So, wir gehen mal wieder in die Fertigkeiten. Ich wollte mir das echt irgendwie genauer angucken. Schaden durch geschickte Angriffe, aufgeladene Angriffe, Finisher. Also einfach 10% mehr Schaden. Okay, wertet Fähigkeiten auf. Komme ich das selber? Nee. Schlagfähig hat einen 50% Durchdringung. Mehr Schaden gegen Barrieren. Besiegst du einen Gegner mit einer Schlagfähigkeit, erhältst du Abwehren. Okay, dann gehen wir mal. Warte mal, was war das? Irgendwas mit Pfeilen. Gehen wir mal dahin. Das ist ein bisschen schwierig, weil hier ist keine Spezialisierung. Wollen wir mal gucken. Hier unten ist ja einer. Können wir vielleicht von hier aus da runter gehen. Immer mal schauen. Okay, Gefährten. Was ist hier neu? Oh, Harding ist ein Level up. Harding hat richtig krass viel dazu bekommen jetzt dadurch. Obwohl er doch nicht irgendwie was stand. Aber ich glaube, weil wir mit ihr geflirtet haben, kann das sein? Wird so schwierig. Was ist das hier eigentlich? Harding gibt einen fairen Schuss ab. Ich muss mal gucken, was davon wir benutzen. Ne? Sie kann auch heilen. Kann sie sich selber dann heilen? Ja. Yeah. Das ist ein Buff. Prozent deiner ultimativen Aufladung. Ist sie dann... Also hat sie eine Ulti? Oder meiner Ulti? Wenn man das... Mehr Schaden gegen volle Gegner, Schaden gegen Panzerung. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Machen wir mal so. So, was ist noch mit der Karte? Okay, da ist Belara. Varric ist auch noch da. Okay, das ist zeitlich. Vermutlich, weil wir mit ihr geflirtet haben oder wegen ihrer neuen Fähigkeit. Tagebuch. Oh, Charaktere aktualisiert. Der Kontakt mit Solas Lyrium durchhat Harding eine geheimnisvolle Magie gewährt, mit der sie bestimmte Arten von Felsen manipulieren kann. Die Herkunft dieser neuen Kraft beunruhigt sie zwar, aber sie fühlt sich nun auch dem Stein verbunden. Ein rätselhaftes Konzept, das häufig von Zwergen angeführt wird und gleichzeitig Göttlichkeit, die Ahnen und das Heimatland in sich vereint. Ich bin mir sicher, dass das das Gleiche ist, was Sandal kann. Belara Lutare oder Luther von den Schleierspringern, eine dänische Elfin, die problemlos mit wütenden Dämonen und allelfischen Artefakten fertig wird. Belara Lutare, eine dänische Elfin und Mitglied der Schleierspringer, hat sich der Gruppe angeschlossen. Ihr enormes Talent im Umgang mit altelfischen Artefakten könnte der Gruppe helfen, die Geheimnisse des Leuchtturms, des Schreckenswolfs, zu ergründen. Okay, wir müssen mit Solas reden. Wir haben auch hier, glaube ich, noch einen neuen Codex-Eintrag. Das Volk der Zwerge. Ein Brief nach Hause. Ein nicht abgeschickter Brief von Harding an ihre Mutter. Liebste Ma,
Ich schreibe dir das hier aus Minrathis, in Tevinter. Ich bin in Tevinter, ist das nicht großartig? Ja, es gibt hier machthungrige Magier und Sklavenhändler und Kultisten. Aber die Stadt ist so viel mehr als das. Du müsstest mal die magischen Lichter sehen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich arbeite nicht mehr wirklich für die Inquisition. Es ist kompliziert. Und natürlich fehlt mir das Ganze. Ich vermisse die Himmelsfeste und meine Freunde dort. Aber Charter hält immer noch Kontakt und ich arbeite gemeinsam mit Varric an etwas wirklich Wichtigem. Ich weiß nicht, wer Charter ist. Ich wünschte, ich könnte dir mehr darüber erzählen und bald kann ich das hoffentlich auch. Wir sind kurz davor, die Person zu finden, hinter der wir her sind. Sobald das geschafft ist, komme ich nach Hause und erzähle dir die ganze Geschichte. Vielleicht schaffe ich es sogar rechtzeitig zur Schafschur. Alles Liebe, Borte. Ja, ich glaube, die geht nicht so bald nach Hause. Und dann haben wir noch was bei Verschiedenes. Hardings Notizen, der Lyrium-Dolch. Sie hatten keine Ahnung, dass es ein Dolch ist, als sie ihn im urtümlichen Teig fanden. Er sah wie ein Götze mit geschnitzten Figuren aus rotem Lyrium aus. Ich wollte ihn nicht zu lange anstarren, hat mir Varric mal erzählt. Ich hatte das Gefühl, er würde zurückstarren. Moment, was? Ist das... Oh, sein Bruder Bartrand hatte den Götzen für sich behalten und ihn vermutlich deutlich zu lange angestarrt. Als er irgendwann spürte, dass er den Verstand verlor, verkaufte Bartrand den Götzen an Kommandantin Meredith von Kirkwall, die aus ihm eine Klinge schmiedete, was für sie kein gutes Ende nahm. Der Götze verblieb in Merediths versteinerten Überresten, bis er vor einigen Jahren, vermutlich von Solus, daraus entfernt und wieder in seine ursprüngliche Form gebracht wurde. Damals erfuhren wir auch von der Verbindung zwischen dem Götzen und den Elfengöttern. Solus hatte den Lyrium durch benutzt, um den Schleier zu erschaffen. Und er wird ihn wieder benutzen, um den Schleier niederzureißen. Wie man das nur erfährt, wenn man den Kodex liest! Also der Lyrium-Dolch von Solus, mit dem Varric erstochen wurde quasi und der Harding gerade diese Fähigkeiten verleiht hat, ist eigentlich der Lyrium-Götze aus Dragon Age 2. Okay, das ist eine krasse Info. Was haben wir hier noch? Nee, das ist doch das. Okay. Okay, interesting. Ich überlege gerade, machen wir das in der nächsten Folge oder machen wir das jetzt? Wir sind eigentlich schon wieder durch. Komm, wir gehen noch zu Harding, weil sie da noch einen Dialog hat. Den hätte ich gerne noch irgendwo mit drin, oder? Ach komm, Leute, nee, wir quatschen mit Harding beim nächsten Mal. Wir müssen ja auch noch gucken, ob wir mit den anderen quatschen können. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.